So, hallo, weil ich gerade wieder so gut in Schwung bin, dachte ich, drehe ich noch eine Videorezension. Dieses Buch habe ich in 2 Tagen ausgelesen und ich bin jetzt ganz stolz, endlich behaupten zu können, ich habe ein Buch von Gabriela Engelmann gelesen. Ich habe mich lange vorgedrückt, weil ich diesen Hype einfach nicht mitmachen wollte. Aber man kommt ja auf YouTube einfach nicht drum rum, weil denn jeder, den ich jetzt abonniert habe, irgendwann kommt immer ein Video von einem Buch von Gabriela Engelmann und jetzt dachte ich, Mann, jetzt liest du auch endlich mal eins. So, und habe ich mir auf gut Glück alle 3 Bände gleich gekauft, ohne vorher zu wissen, ob es mir gefällt. Aber ich dachte mir, die Autorin ist so nett. Ich habe ja, wie gesagt, auch Videos schon von ihr gelesen. Also Videos gelesen, Videos geguckt, Entschuldigung, bei den Glimmerfeen. Da war sie ja mal zu Gast und das fand ich sehr, sehr toll. Und deswegen dachte ich einfach, jetzt musst du mal ran. Okay, und habe mich für ein Buch erstmal entschieden. Denn es geht jetzt um das Jahr, das Buch, Mann, so, 100 Jahre ungeküsst, Don Röschens bittersüße Liebesgeschichte. Und ich habe es nicht bereut, dieses Buch gekauft zu haben. Und ich hoffe, dass die anderen beiden Bücher genauso gut sind. Denn die liegen jetzt ganz oben auf meinem Sub. Und ich werde demnächst noch eins lesen, weil die Bücher sind ja jetzt nicht so dick. Also dieses Buch mit 274 Seiten im Arena Verlag erschienen. Und ich fand das einfach klasse. Ja, also warum meine Begeisterung auch, also es geht nicht nur um den Inhalt, warum ich so begeistert bin, sondern auch die ganze Aufmachung des Buches. Also erstmal finde ich, die Farbe ist schon mal sehr, sehr gewagt, aber gut. Denn kein Buch, also mir ist jetzt noch kein Buch untergekommen, was die Farbe Neon-Orange hatte oder so ein grelles Orange. Dann finde ich halt hier diese Farbwahlen, Blau, Grün, Orange, sehr, sehr cool. Die Aufmachung finde ich auch sehr schön. Und ja, das zieht sich auch im Inneren weiter. Was ich sehr gut finde, ist, ich zeige euch das mal. Genau, also es geht halt hier, fängt hier an. Na, also hier oben steht dann immer Hamburg, Ende September und dann das Datum. Das war jetzt eigentlich blöd gewählt, aber ich gucke mal noch weiter. Genau. Es geht hier nämlich immer darum, na Kamera, schaffst du es? Genau. Da steht nämlich immer vorne dran, um welche Person es sich handelt, aus welcher Sicht es geschrieben ist. Oben drüber steht das dann immer weiter, damit man definitiv nicht vergisst, in welchem Kapitel man ist. Und die Seitenzahlen sind innen, sehr weit drin und das finde ich auch sehr, sehr gut. Denn ganz oft geht mir das so, ich blätter immer eine Seite um und denke, oh, eine Seite weiter, du hast noch so viel vor dir. Und in dem Fall ist es so, dass man die Seitenzahlen nicht sofort sieht und dass man einfach weiterliest. Einfach, weil man wissen will, wie die Handlung weitergeht und so weiter. Und dann denkt man so, oh, schon Seite 136 oder so. Und das finde ich halt einfach klasse, dass die Seitenzahlen nicht so auffällig sind. Und dass man halt immer sieht, welche Person, aus welcher Sicht das geschrieben ist. Das finde ich zum Beispiel auch klasse, weil manchmal, wenn man mitten in einem Kapitel aufhören muss, vergisst man manchmal, aus welcher Sicht das geschrieben wurde. Klar kriegt man das im Laufe des Lesens auch wieder raus, aber ich finde das einfach, wenn man das auf einen Blick hat, finde ich es einfach besser, weil dann kommt man von Anfang an rein. Genau, also es zieht sich, wie gesagt, auch hier durch und das finde ich einfach klasse. Und zu der Story, ja, der Anfang ist natürlich wie bei Dornröschen, dass sie verflucht wird auf ihrer Geburtstagsparty bzw. auf der Babyparty. Irgendwo, ich meine, ein kleiner Kern von dem Märchen muss ja auch enthalten sein. Fand ich ganz okay, der Anfang. Aber nachher, so diese Liebesgeschichte zwischen Rosalie und René und mit ihrer besten Freundin und mit Lady White, was ihr dann noch rauskriegen werdet, ich fand das einfach so, so toll, was es auch so für Missverständnisse untereinander gibt. Ja, also ich erzähle euch einfach mal, also Rosalie, hat jetzt einen Ausbildungsplatz gefunden im Schlosshotel und ist jetzt auch ausgezogen und ja, hat anscheinend ihr Glück gefunden. Nur ihre Eltern sind damit nicht ganz glücklich, denn sie wurde an ihrem Geburtstag, also 2 Wochen nach ihrer Geburt, verflucht und die Eltern haben immer sie vor allen spitzen Gegenständen, sage ich mal, ferngehalten, genauso wie es auch beim wirklichen Märchen bei Dornröschen ist.
Und jedenfalls hat sie jetzt endlich mal gewagt auszuziehen und die Eltern machen sich natürlich immer noch wahnsinnige Sorgen, beziehungsweise immer noch die Mutter, aber sie lassen sie ihren Weg gehen. Und an ihrem ersten Tag im Hotel trifft sie auf René und verliebt sich sofort in ihn, kann aber auch nicht glauben, dass René sich in sie verliebt. Und im Laufe der Geschichte, wie gesagt, beginnt diese tolle Liebesgeschichte zwischen den beiden, dieses Hin und Her, diese ganzen Missverständnisse und dann immer dieser rege Austausch mit ihrer besten Freundin Melina. Ich finde es einfach klasse. Und ja, was sie halt alles auf diesem Schlosshotel erlebt und was ihr da alles, sag ich mal, Unglück passiert, das könnt ihr in diesem wunderbaren Buch nachlesen. Und ich finde es einfach klasse und ich hoffe, dass die anderen Bücher genauso gut sind. Und ich freue mich auch, das neue Buch lesen zu können. Ich hoffe, dass das demnächst rauskommt und dann werde ich mich auch sofort darauf stürzen, denn ich liebe Rotkäppchen und bin mal sehr gespannt, wie Gabriela Engelmann diese Geschichte umgesetzt hat. Und ja, aber auf jeden Fall dieses Buch, bitte, bitte, bitte lest es. Es ist wirklich einfach süß, so die erste Liebe, ich meine, da wird man nochmal so zurückversetzt, so in diese eigene, ja, nicht Kindheitsphase, Pubertätsphase, ich weiß es nicht. Also ich bin da schon ein bisschen drüber hinweg. Ich meine, so alt bin ich auch noch nicht, aber trotzdem, ich fand das einfach so schön, sich so zurückzuversetzen und ja, diese Liebesgeschichte erleben zu dürfen. Ich habe es in 2 Tagen verschlungen. Wahrscheinlich hätte ich es auch an einem Tag geschafft, wenn ich rechtzeitig angefangen hätte. Aber ich war, wie gesagt, zwischendurch so müde. Ich habe dann einfach mal ein Nickerchen gemacht, weil ich hatte jetzt auch frei. Und ja, ich find's einfach klasse. Genau, deswegen, ich habe mir die anderen Bücher schon gekauft. Die werden auch demnächst angefangen. Also ihr werdet so nach und nach wahrscheinlich zu den anderen Büchern auch noch Rezensionen finden. Ich weiß, es gibt schon ganz, ganz viele auf YouTube, aber ich denke einfach vielleicht noch eine mehr, da freut sich Gabriela darüber. Okay, dann wünsche ich euch viel, viel Vergnügen mit dem Buch und ja, macht's gut. Bis dann, tschüss!